Mein Name ist Patrick Albrecht, ich bin 36, komme aus Zürich, bin hier aufgewachsen, habe 20 Jahre in der Finanzwelt gearbeitet und seit 2021 den Weg als Unternehmer eingeschlagen. Wir sind ein Softwareunternehmen mit einem starken Fokus auf AI. Wir nutzen Data Science, um Wachstumsprozesse zu optimieren, sei das für Treibhäuser oder für Firmen, die in einem Labor etwas züchten. Sie haben alles etwas gemeinsam, sie wollen das Wachstum optimieren. Die Geschäftsidee hat insofern mit Data Science zu tun, als dass es die Auswertung von sehr vielen Daten beinhaltet und wir als Menschen grundsätzlich sehr schlecht sind, mehr als 3 Dimensionen von Datenzusammenhängen können zu erkennen. Data Science erlaubt uns somit, die ganzen Prozesse nicht nur aufzuzeichnen, aber auch besser zu verstehen. So können wir kausale Zusammenhänge aufdecken zwischen der Wachstumsumgebung und dem effektiven Wachstum des Objekts und besser erklären, was jetzt zu einem besseren Wachstum beigetragen hat. We are at Umami, at the headquarters of our vertical farming company in Zurich, located close to the Letzigrund. At Umami, we have created an ecosystem inside of a building where we host different species of fish, plants, and microgreens, which are our main product. It's especially interesting for us to work with Fruitful because they can enable us to monitor our current ecosystem, reduce the risks associated to its scaling, and unlock the potential to develop new crops. Ich habe den Weiterbildungsmaster an der ZHAW im Bereich Data Science abgeschlossen und habe nebenbei im Advanced Analytics bei einer Schweizer Grossbank gearbeitet. Finanzwelt mal auf der Seite gelassen, habe ich gesehen, dass in der Landwirtschaft heutzutage sehr, sehr viele Daten kreiert werden, aber die niemand wirklich strategisch auswerten. Und für mich ist das einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist der Ort, wo man reinspringen muss und wo wir Mehrwert schaffen können. Der Master an der ZHAW hat mir geholfen, im Advanced Analytics Fuß zu fassen, im Bereich AI und Machine Learning. Und im Team, wo ich dort gearbeitet habe, habe ich auch die heutigen Mitgründer von Fruitful kennengelernt. Und es war der Nährboden von der heutigen Firma. Und das alles wäre eigentlich nicht möglich gewesen ohne die Weiterbildung für mich. Für mich ist eigentlich schon immer klar gewesen, dass ich mich mal selbstständig machen möchte. Ich tue mich in einem Bereich schlau machen und möchte dann auch dafür verantwortlich sein für die Entscheidung, die ich getroffen habe und möchte das so vorantreiben. Und ich glaube, als Unternehmer hat man genau das. Und das ist extrem motivierend auf meiner Seite und das macht mega Spass. Die Zukunftsaussichten sind hoffentlich fruitful. Wir sehen verschiedene Anwendungszwecke und haben verschiedene Anfragen aus unterschiedlichen Unternehmenszweigen. Sei es eine mehr in der Landwirtschaft, ist das andere mehr im Bereich Biotech oder auch Pharma. Und dementsprechend sind wir natürlich erfreut darüber, eben zu sehen, dass Technologie gesucht ist und wir sie auch ohne grossen Mehraufwand in verschiedenen Verticals können ansetzen können.